Lol. Okay. Ich diesmal wieder falsch gemacht. Ja, sag ich doch schon. Hab ich doch schon. Mehr als wir haben eine Bitte, kann ich doch gar nicht reinschreiben. Jetzt. Ah, bla bla bla, ich kann dich nicht hören. Ich weiß zwar nicht, worum es geht, aber ich will es auch gar nicht wissen. Es artet doch nur wie eine Arbeit aus. Bitte ermächtige ich, okay. Ja, ich weiß. Ich wollte ihn doch nur anvisieren. Mehr wollte ich doch gar nicht. Oh Gott, und jetzt bloß keine Fehler machen. Genau, stechen. Warum nimmt der manche Sachen nicht? Man gibt genau das ein, was er sagt. Warte mal. Oh, ein Komma fehlt. Ernsthaft? Wegen einem scheiß Komma? Okay. Ja, bitte nimmt er bei mir nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, insgesamt 5-mal Bitte eingegeben und er nimmt es nicht. Er nimmt einfach kein Bitte. Ja, es ist doch klein. Ein kleiner geht schon nicht mehr. Er nimmt kein Bitte. Bitte ist klein geschrieben. Ich versuch's ja jetzt schon die ganze Zeit. Das Erste hat jetzt hier geklappt. Wo ich den ganzen Satz reingegeben habe. Ich tippe das gerade genauso ab, wie er mir das hier jetzt sagt, weil ich keinen Bock mehr habe. So, und dahinter ein Punkt. Schön. So, jetzt das, Punkt. So, anvisieren. War da ist der Fehler? Ist genau gleich geschrieben. Eins zu eins gleich geschrieben. Naja, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Da. Bin ich. Bin ich. So. Also wie gesagt, bitte ermittle, ich hätte jetzt auch gerade dich genommen. Steht hier oben übrigens auch. Meinst du ohne Ausrufezeichen, ohne Gänsefüßchen? Kann ich probieren. Bei dem davor musste ich nämlich Gänsefüßchen machen, wo ich das erste Mal geschrieben habe. Also ohne passiert nichts. Ohne passiert nichts.
Das war weit wieder jetzt. Nee. Also ohne passiert nichts. Kann ich auch nochmal zeigen. Wenn ich ohne Gänsefüßchen mache, passiert nichts. Anvisiert ist er. Und mit Gänsefüßchen hat es jetzt auch nicht funktioniert. Das ist weiter oben, wo ich es mit Gänsefüßchen gemacht habe. Und es ist genauso geschrieben. Genauso. Bitte und das hier habe ich genauso abgeschrieben. Mit Satzzeichen, mit Leertaste. Genau 1:1. Und jemand mehr als anvisieren kann ich ihn ja schon nicht mehr. Hallo, Mappa. Okay. Oh, breche ich einmal kurz ab. Okay, ich breche einmal kurz ab. Ich habe es jetzt auf zig verschiedene Arten und Weisen. Kann ich das überhaupt abbrechen? Nee, kann ich nicht mal abbrechen. Ich habe es auf zig verschiedene Arten und Weisen probiert jetzt. Der Chat besteht wieder doch daraus. Müsst ihr, für gewöhnlich müsste das denn hier entfernt stehen. Kann ich aber nicht. Kann ich nicht entfernen. Gut, dann schreibe ich halt irgendeinen anderen Satz mit, bitte. Irgendwann wird es funktionieren. Hoffe ich. Ja, was machen wir denn? Was versuche ich denn jetzt noch? Hey, probieren wir es umgekehrt. Ich habe es umgekehrt gemacht. Ich habe jetzt mal Emmet sich bitte gemacht. Das funktioniert. Genau umgekehrt. Auf keinen Fall. Ich lasse mich nicht derlei beschwatzen. Was für eine Verarsche. Und ihr habt gesehen, dass ich es eingegeben habe. Ich habe sogar... Ich habe es mit klein probiert. Ich habe es mit Satzzeichen probiert. Ich habe es mit Gänsefüßchen probiert. Ich habe es ohne Gänsefüßchen probiert. Jetzt mit Gänsefüßchen und den Satz einmal komplett umgestellt. LOL. Vor allem das erste hat ja... Das erste hat sogar mit Gänsefüßchen ja auch funktioniert. Aber auch erst, als ich das alles umgestellt habe. Das ist doch... unglaublich. Ich hasse sowas. Manu. Naja, jetzt haben wir's. Ich glaube, ich hatte einen Bug. Dass es in deiner Macht steht, dem Charybdis zu helfen und dass du es mit Freuden tun wirst. Vor mir könnte die Aufgabe ja noch nicht mal abbrechen. Geil wäre es gewesen, wenn du jetzt erstmal hättest rausgehen müssen und wieder reingehen müssen. Hilf diesem Geschöpf dabei, das Fliegen zu erlernen. Aber trotzdem danke. Wenn du es nicht machst, wird sich Hermes verwandeln. Denn ist Hermes neckig. Mit Pommes wieder da. Ich habe ja jetzt übrigens auch Pommes gemacht. Ich musste gleich aus der Fritteuse, also aus der Heißluftfritteuse holen. Bestimmt bereit zu helfen, nicht wahr? Sind jetzt nämlich schon 20 Minuten. Ich bin bereit erklärt zu helfen. Warum so trotzig? Ich habe lediglich einen hilfreichen Vorschlag gemacht. Hilfreich. Bitte, Emmet sich. Bitte. Das funktioniert nicht. Das musst du anders eingeben. Sagen funktioniert nicht. Ja, was denn? Ich habe diese lange Reise doch nicht unternommen, um auf Zuruf niedere Dienste zu verrichten. Das ist das erste und letzte Mal, verstanden? Lecker mit Käsesoßen, Bacon, Schnittlauch und rote Zwiebeln. Iron, ich hasse dich. Raus.
Oder gib mir was ab. Das Viech muss ich mir noch holen. Ich hab's doch nicht. Leider. Ich werde mich um das Ding kümmern, sobald es in der Luft ist. Wie es dahin kommt, ist deine Aufgabe. Wird die abgehen, aber es sind nicht so viele. No. nee, ich hab's das leider noch nicht. Ein interessantes Schauspiel werden. Sollen wir es uns ansehen? Ich hab's leider noch nicht. Konntest mir doch nicht leisten. Die anderen Spiele, die ich mir dieses Jahr vorbestellt habe, haben zu viel in Anspruch genommen. Ich habe den Greifen mittlerweile und ich habe diese komische Wasserechse da aus Stormblood. Nee, ich habe nur die von Shadowbringers noch nicht. Du wolltest leider wissen, warum Emmett Selch dem Konvent der 14 beigetreten ist. Um die Wahrheit zu sagen, war er nicht die erste Wahl. Das war ich, weil ich den Äther so deutlich sehe. Hole ich aber noch nach nächstes Jahr. Meine dieses Jahr kann ich es mir nicht mehr leisten. Gewöhnlich, aber sie beschränkt sich auf das Sehen. Für die Kontrolle des Äthers habe ich kein Händchen. Ich kann mich nicht einmal verwandeln. Was hilft es also, wenn ich den Äther sehe, ihn aber nicht manipulieren kann? Emmett Selch ist da ohne Makel. Er sieht den Äther und kontrolliert ihn meisterlich. Als Magier reicht ihm niemand das Wasser. Also empfahl ich ihn an meiner Stadt. Ich war nicht allein mit meiner Meinung. Er erhielt Zustimmung aus allen Ecken der Welt. Zahllose Stimmen erhoben sich und priesen sein Können. Seelen, denen er zuvor auf die eine oder andere Weise geholfen hatte. Wie es ihn überraschte. So bescheiden wie er ist, bestritt er je etwas Besonderes getan zu haben. Emmett Selch und ich haben da eine gemeinsame Freundin. Eine ganz besondere Person ist sie. Eine, die nur allzu gerne ihre Nase in fremde Angelegenheiten steckt und von einer Katastrophe in die nächste schlittert. Der redet aber nicht von mir, oder? Sie brachte Emmett Selch wieder und wieder zur Verzweiflung. Aber nur, weil er sich wirklich um unsere Freundin sorgte. Wenn sie rief, eilte Emmett Selch stets herbei und half nach Leibeskräften. So kam es, dass Emmett Selch sich nach und nach den Ruf eines tatkräftigen Helfers erwarb. Es sind so wundervolle Leute. Ich bin stolz darauf, sie zu meinen Freunden zählen zu dürfen. Ihnen dabei zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen, ist das Beste, was ich je für diesen Stern tat. Mit der gleichen Hingabe, mit der Emmett Selch dem Konvent der 14 dient, möchte ich meinen Freunden helfen. Wenn ich mit dir zusammen bin, kann ich einfach nicht anders, als über meine Geheimnisse zu reden. Es liegt wahrscheinlich an der Farbe deiner Seele. Es ist mir ein Rätsel, wie sie so anders und doch so gleich sein kann. Ja, das machst du wunderbar. Den hätte ich gerne als Reittier. Es sieht so aus, als wäre auch im Blau. Unterricht erfolgreich. Geh und gib Emmett Selch ein Zeichen. Seine Arbeit ist getan. Oh, bitte sag nicht, ich muss es wieder in den Chat eingeben. Das funktioniert heute nicht. Aber vorher hole ich mir mein Essen. Wenn ich darf. Oh Gott sei Dank, ich muss so winken. So, ich hole aber einmal ganz schnell mein Essen. Dafür kriegt er gerade auch keinen Pause-Screen. Ihr dürft hier einmal so drauf starren. So, bis gleich.
So, hab mein Essen. Jetzt bin ich glücklich. Danke. Danke, mit sich. Du hast ihm das Fliegen beigebracht, ja. Das haben wir. Gib es zu, es hat dir Spaß gemacht. Ja, genauso viel wie die Picknick-Ausflüge des Konvents. Mhm. Um ehrlich zu sein, ich musste nicht viel tun. Am Anfang habe ich etwas nachgeholfen. Aber dann ist er von allein geflogen. Ich glaube, er hat es tatsächlich gelernt. Ich danke für deine Hilfe. Ich habe zwar nur aus der Distanz zugesehen, aber es scheint mir so, als wäre er erfolgreich geflogen, ja. Bibi. Damit ist der Beweis erbracht, selbst mit übermäßig starker Wasseraffinität vermag es zu fliegen. Ich spreche das Ding nicht mehr aus. Zwar bedurfte es etwas der Nachhilfe, aber da es Herdentiere sind, spricht nichts dagegen, dass sie sich gegenseitig helfen. Wenn wieder einmal ein vergleichbares Individuum geboren werden sollte. Bitte setzt die Beobachtung unter diesem Gesichtspunkt noch etwas fort. Selbstverständlich. Aber wäre es nicht besser und einfacher, ein neues Konzept zu entwerfen, welches das elementare Ungleichgewicht ausschließt? Sie sind schon weit gekommen. Sie verdienen es, ihren Weg weiter beschreiten zu dürfen. Wie du meinst. Hermes? Mach dir keine Sorgen. Gut, damit hätte ich meine Beobachtung erledigt. Kehren wir in den Anagnorisis zurück. Ruhen uns dort ein wenig aus. Wer hat sich diese Namen ausgedacht? So. Und zurück, Matmash. Hi. Nein, lass mich. Lass mich. Nee, will nicht. Willst du dich einfach bei mir entschuldigen, dass du mir diese Arbeit aufgehetzt hast? Wenn ja, kannst du es dir sparen. Ich habe es getan, um diesen lästigen Grundgang schneller hinter mich zu bringen. Denke nicht, du hättest mich zu etwas überredet, das ich nicht tun wollte. Nein, nein, gar nicht. Wie komme ich denn darauf? Ja,
mal hier mal raus. Das packe ich immer raus. Und das packe ich immer raus. Packe ich immer raus. Nein. Juhu. Das nächste gibt Schuhe. Hast du auf unserem Rundgang erfahren, was du wissen wolltest? Die Sache mit dem Dynamis war interessant. Ja, doch. Ja, das Dynamis hat also etwas mit deiner Mission zu tun? Erstaunlich, denn es ist eine so wenig bekannte Kraft. Ja, es ist gut, dass ich dich hier antreffe. Womit kann ich dir helfen? Ach, es ist so wieder Likaon, dieser Flammenwolf. Ich wollte ihn heute in freier Wildbahn beobachten, aber kaum hat sich einen freigelassen, drehte er durch. Hat sich sofort auf ein paar Okipeten gestürzt und einen nach dem anderen gerissen. Da flogen vielleicht die Federn. Hat er genug zu fressen bekommen? Oder haben die Okipeten ihn vielleicht provoziert? Nein, in der Hinsicht gab es keine Unregelmäßigkeiten. Der Likaon war einfach etwas ungestüm. Er ist eine ausgereifte, wunderschöne Schöpfung, keine Frage. Doch nach diesem Zwischenfall ist es wahrscheinlich, dass das Büro des Architekten das Konzept lediglich entgegennimmt und für die Forschung archiviert. Der Likaon würde niemals die Oberfläche des Planeten sehen. Hier in Elpis können wir jedenfalls nichts mehr für diese Kreatur tun. Doros wird die geschaffenen Versuchsexemplare in den Äther zurückschicken. Wo hat sich der tragische Vorfall ereignet? Irgendwo da. Jenseits des Torus, den Weg nach Südwesten entlang. Dann kann man es nicht verfehlen. Ob Torus noch dort ist, kann ich aber nicht sagen. Bis gleich. Hermes, warte! Das ist Teil seiner Arbeit, ja? Dann muss ich hinterher. Hat jemand die Güte, mich zu begleiten? Hauptsache, ich kann in der Zeit ein bisschen essen. Sind gleich da. Bis zum Kratzbrunnen, Verbrennung, kein Zweifel. Hier war der Flammenwolf am Werk. War keine Spur von dem Likaon und den Beobachtern. Sein Schöpfer Doros arbeitet für gewöhnlich in den 12 Gärten. Ich werde hingehen und mit ihm sprechen. Emelzeich und ich werden sehen, ob wir die Fährte des Likaon aufnehmen können. Das ist eine Gefahr und sollte nicht frei herumlaufen. Danke, wir treffen uns dann in den 12 Gärten. Meteon, führe Aidara dorthin. Ich eile voraus. Jo. Hm.
Na, jetzt geht's noch hier hinten. Südwest. Warte, könnte es sein, dass hier auch eine Vendetta-Quelle ist? Eventuell. Oh. Oder? Na doch. Na, glaube ich, vorbei. Nein, lass mich. Ich will nicht. Nordwest. Nordost. Also tatsächlich eigentlich irgendwo hier. Da. Gefunden. Da vorne sind die Gärten. Jetzt müssen wir nur noch Doris finden. Er hat blonde Haare, die zusammengebunden sind. Lass uns beide zusammen die Augen offen halten. Dann finden wir ihn sicher. Okay, Richtung Westen. Gehen wir ja fast. Ja, kann ich. Richtung Nordwest. Also irgendwo hier. Tada, gefunden. Oh je. Fehlen immer noch verdammt viele. Naja, gehen wir erstmal wieder zurück. Na. Ja. Mann dafür. Ach so. So, jetzt aber. Also. Gebunden haben. Gebundenen Haaren sind aber nicht blond. Der hier hat gebundene blonde Haare. Meteon, was machst du denn hier? Bitte sag, dass geredet wird. Kann ich in Ruhe essen? Nee. Ah, da ist ja der gute Doris.
glaube, ich bin ein Dutzend Mal hier vorbeigelaufen, ohne ihn zu sehen. Und meine Beobachterauge etwas müde geworden sind. Ob meine Beobachterauge etwas müde geworden sind? Jedenfalls danke, dass ihr Doris gefunden habt. Doris, du hast den Flammenwolf Liakon konzipiert, richtig? Ja, das habe ich. Er hat den heutigen Freigang nicht besonders gut vertragen. Er ist etwas unruhig geworden und möchte nicht zurück ins Hyperborea, wie auch immer. Ich habe alle Exemplare ein wenig außerhalb in einem magischen Käfig gesteckt. Sobald ich meinen Bericht geschrieben habe, werde ich sie in den Äther zurückschicken. Es ist wie ihr sagt, wir haben die Geschöpfe selbst gesehen. Nanu, ein Mitglied des Konvents, ist etwas passiert? Natürlich ist etwas passiert. Den Moment, ab dem überhaupt nichts mehr passiert, den versuchen diese Herrschaft mit aller Kraft zu vermeiden. Aber das musst du jetzt nicht verstehen. Sprecht weiter. Ich habe gehört, dass der Liakon über ein paar Okipeten hergefallen ist. Es scheint, als sei er zu wild, um entlassen zu werden. Wie siehst du das als sein Schöpfer? Der Liakon ist eine andere Art gegenüber zu aggressiv. Und seine Kampfkraft übertrifft die der meisten anderen Lebewesen. Wenn wir ihn freilassen, besteht Gefahr, dass er seinen Lebensraum dominiert und andere Arten ausrottet. Und das trifft auf alle seine Art zu. Es ist nicht nur ein Problem mit dem Exemplar, das heute beobachtet wurde. Nein, ich habe mehrere konzeptgetreu erschaffen. Bei allem, was es da war, ist das Gleiche. Außerdem habe ich seinen Lernprozess, sogar die Umgebung am Kairos geändert. Alles ohne Erfolg. Was bitte ist ein Kairos? Ein Apparat, um Erinnerungen abzuändern. Hermes hat ihn entwickelt. Mit Hilfe des Kairos können wir Erinnerungen von Geschöpfen löschen oder gegen andere austauschen. Das kann viel Zeit und Arbeit ersparen. Zum Beispiel, wenn man wissen möchte, wie sich das Lebewesen in einer anderen Umgebung entwickelt hätte. Was für eine Höhlenmaschine ist das, Hermes? Wenn Psarot von Äthermission dieser Größenordnung erfährt, hast du im Handumdrehen sein ganzes Büro am Hals. Die Grenzwerte sind alle eingehalten, wenn auch knapp. Außerdem kann der Kairos nur mit einer persönlichen Genehmigung genutzt werden, damit er nicht auf intelligente Lebewesen angewendet wird. Ich weiß, dass die Manipulation von Erinnerungen ein heikles Thema ist. Denk nur an die vielen Leben, die sich damit retten lassen. Der Einsatz von Kairos ist so viel ethischer, als ständig Lebewesen zu töten und neue zu erschaffen, nur um ihr Verhalten in einer neuen Umgebung auszuprobieren. Töten? Jetzt übertreibst du aber etwas, Hermes. Wir verwandeln sie lediglich in den Äther zurück, aus dem wir sie geschaffen haben. Ich verstehe ja, dass du das Leben schätzt. Das ist auch nicht verkehrt. Aber unsere Arbeit steht im Dienste des Planeten. Wir formen das Leben, wir beobachten und prüfen es. Und wenn es nicht gut ist, löschen wir es wieder aus. So einfach ist das. Das ist richtig. Ich habe auch nicht vor, etwas auf dem Planeten zu entlassen, das ich nicht verbessern würde. Aber wir entscheiden über Leben und Tod unserer Geschöpfe. In diesem Fall des Liakons. Bevor wir dieses Leben zerstören, möchte ich sicher gehen, dass die Beobachtungen korrekt abgelaufen sind. Und dass wir uns auch richtig entschieden haben. Ich habe alles genauestens in meinem Bericht geschrieben, damit du es nachlesen kannst. Dann können wir die Entscheidung gemeinsam treffen. Dürften wir wohl der Entscheidung beiwohnen? Es wäre ein interessanter Aspekt für Emmets Besichtigung dieser Anlage. Ja, selbstverständlich. Bitte führen Sie in den Besprechungsraum. Dort fällen wir unsere Entscheidung. Und bitte, ich will essen. Ich hab Hunger. Ich kann nicht essen, wenn ich lese. No. Ah, da. Für die meisten von euch sind andere Lebewesen wie Dinge, die man benutzt und kontrolliert, wie Magie. Das hat Hermes mal zu mir gesagt.
Ja, was? Genau. Wir werden uns jetzt über den Liakon unterhalten. Es könnte etwas dauern. Mädchen, was hast du denn? Mir geht es gut, aber dir nicht. Du hast großen Kummer. Ich bleib bei Eldaria. Wenn es dir nichts ausmacht. Na doch schon, ich würde gerne essen. Ich geh jetzt gerade einfach durch. Hunger. Ja, wir helfen dir suchen. Kann sie ja nur um Stunden nennen. Da ist noch einer. Warum mit weißer Borke? Okay. Da, in die Richtung. Er war immer der Viera nach. Ich hätte das Blumensammeln jetzt hier auch gerade nicht für besonders wichtig. Das ist eigentlich passend, dass man gerade sich ums Essen kümmern kann. Ich warte immer noch auf den Moment, wo irgendwas passiert. Hm? Ach, da hinten habe ich sie zurückgelassen. Hi. Komm mit. Soll hier sein. Genau, jetzt hier genau auf dem Punkt, oder? Ah, da.
Okay, wenn das Viecher Don, das heißt, na dann Prost Mahlzeit. Irgendwer wird doch gerade leicht gefressen. Ich spür's in meinem linken Zeh. Sind das nicht wieder diese komischen Blümchen? Keine Angst, ich lese gleich wieder. Ist erstmal nur, bevor es kalt wird. So. Darf ich jetzt wieder auf meinen Reittier drauf? Ja, danke. Lass mich. Ihr will nicht. Oh. Okay. Da ist aber noch eine blaue Quest. Warte mal. Die würde ich gerne einmal annehmen.